hallo im heißigen Bali. Also sind sie in der Südhalbinsel und dann westlich, südwestlich. Und zwar hier so ein Tempel, Uluwatu, sowas. Ja, ganz cool. Was ein Long Drive, ne? Ja, von Changgu aus. Ja, von Changgu aus. Ja, okay, passt schon. War viel Verkehr deswegen. Und ja, geil aus, Leute, oder? Bekannt hier für die Cliffs. Kann man da entlang laufen. Und ja, der Cliff ist 70 Meter hoch. Ja, very beautiful. Also der Cliff ist 70 Meter hoch. Und alles hier wurde im 11. Jahrhundert erbaut. Schon wieder mit Geister und Dämonen da abzuwenden. Aber ganz schön. Finde ich cool, muss er wieder so Ding tragen hier. Aber keine extra Kosten. Ist nur 1000 für Motorbike bezahlt, für das Parking. Und 30.000 für den Eintritt pro Person. Kinder sind 20.000. Ja, jetzt laufen wir mal ein bisschen rum hier. Ganz cool. Am Ende. Also hier sieht er das berühmte Bild, was man aus dem Internet sieht. Also mit der geilen Aussicht hier zum Tempel. Zum Tempel kann man anscheinend gar nicht hin. Ein bisschen doof. Also wir waren da oben ein bisschen versucht rumzulaufen, aber ist wahrscheinlich gesperrt. Ja. Man sieht aber auch keine Leute da drin. Ja, okay. Passt schon. Aber ja, ganz cool. Das wird auch jetzt mal noch in die Richtung. Gucken, was da noch ist. Ein paar Richtungen hier, wo man gar nicht weiß, wo hinein. Auf der anderen Seite kommt man, glaube ich, auch hin, zur Cliff View, auf der anderen Seite. Da gehen wir vielleicht auch noch hin. Aber ja, ganz schön. Ich finde die Wellen so cool. Ja, man kann dann richtig die großen Wellen beobachten. Okay, jetzt gar nicht so. Ah, doch, da. Finde ich so richtig geil hier. Ja, wir laufen jetzt mal noch ein bisschen weiter rum. Aber hat sich gelohnt. Weitergefahren. Tempel war ganz okay. War allerdings nicht so arg groß, also 1,5 Stunden würde ich sagen, Aufenthalt oder 1 Stunde. War jetzt nicht so mega groß wie erwartet. Aber dennoch schön. Ja. Und sind wir ein bisschen weitergefahren zum Barun Strand. Das ist auf dem Weg zurück halt zum Hotel. Deswegen haben wir den Strand ausgewählt. Aber ganz schön. Und ja, einmal habe ich noch gelesen im Blog, deswegen, aber wie gesagt, überall, jeder erwähnt irgendwas anderes. Können wir die ersten 10 Seiten mal anschauen. Jeder sagt ein anderer Strand, das ist schön. Ja, deswegen, ja, wählt einfach irgendeiner aus oder was für Bilder her euch zuspricht. Ja, aber ganz cool. Wetter schwingt langsam oben, ein bisschen doof jetzt. Ich finde das hier geil, sieht man hier Bungalows. Also man kann sogar hier wahrscheinlich ein Bungalow hier mieten. Ja, Surf-Lessons gibt es ja auch, direkt am Strand. Was es kostet, weiß ich ja gar nicht. Aber schon cool, oder? Ja, einfach vielleicht doch ins Wasser gehen, ein bisschen.
Ja, ist das schon mitgenommen, weil wir schon wussten, dass wir an den Strand gehen. Und ja. Ich habe zwar jetzt keine GoPro dabei, aber jetzt das Wasser geholt ist leider nicht. Ja, passt schon. Ich werde jetzt mal die GoPro mitnehmen. War jetzt genug Strände in letzter Zeit, aber nimm mal mit, wenn er auf Bali ist. Ne? Jetzt habe ich tausende Strände, ja. Schöne Strände in Bali. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viele gibt. Aber gucken, hat Spaß.